Moin Leute, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barry's. Heute mit etwas ganz Besonderem. Wir haben Türchen Nummer 6. Türchen Nummer 6. Es ist Nikolaustag. Herzlichen Glückwunsch zum Nikolaus. Nee, ich freue mich einfach. Nikolaus ist immer schön. Was hattest du in deinem Strumpf? Ich hatte Schuhe. Ja. Und in den Schuhen hatte ich Süßigkeiten. Wow. Ich dachte, es war Schuhe in deinem Schlumpf gehabt. Das ist auch nicht schlecht. Was hattest du in deinem Strumpf? Schuhe. Also ich auch nur Süßigkeiten leider. Ein bisschen Schokolade, dies, das. Aber hattest du nicht auch 1000 Euro gekriegt? Ich dachte Geburtstag. Nee. Okay. Gut. Gucken wir uns mal die Farbe an hier von dem Ding. Es ist ein heller Bernstein-Ton. Ich lege mich fest. In der nicht Nase gefärbt. Ist es kein Farbstoff ja. drin. Und ist der Kühlgefilter? Das weiß ich nicht. Das riechst du sofort. Mit dem Rest riecht man nicht so, aber das riecht ich sofort. Oh, schöne Gebäck. Also ich lege mich fest, Ex-Bourbon. Sorry, aber das ist Selbstläufer. Ich Zitronen. Bin gespannt auf das erste Tasten, also wirklich. Zitronennote und wirklich allerfeinstes, schönes Weizengebäck hier. Nichts Wildes. Bisschen Schoko, aber nicht die dunkle, sondern so eher vollmilch. Butterkeks. Butterig, genau. Leicht orangig, also es ist ein schöner Ton. Wirklich eine Zitrusnote, die nicht so aggressiv ist, sondern das mehr ein bisschen unterstreicht. Leicht cremig, Butter, ja. Fett. Ja. Ja, ja, cremig, Butter, Fett, das passt sehr gut. Bisschen ölig. Oh, da bekomme ich richtig Lust auf Teig. Ui. Okay. Also, hat die Nase jetzt nicht so drauf gedeutet? Oh, aber doch hier in der Hand auch. Also Alkohol war erstmal gut eingebunden. Ja, eine gewisse Schärfe hat er schon, aber hätte ich jetzt nicht so draus gerochen, muss ich sagen. Also jetzt, wo er wirklich in meinem Glas geschwenkt wurde. Hast du ihn eigentlich geschwenkt oder? Doch, also. Wurde er geschwenkt von jemand anders? Da ist die Schärfe auch wirklich da. Alles andere tritt absolut in den Hintergrund. Ich schwenke auch mal mein Glas. Ding. Ja? Bei mir wird das nicht gemacht. Finde ich trotzdem ziemlich gut. Schüttel drin. Mal. Na komm. Slanchewa. Slanchewa. Ja. Schärfe. 100% Ex-Bourbon. Ja, Ex-Bourbon, bin ich dabei. Mm. Also Ex-Bourbon, um das mal ein bisschen herzuleiten, wenn man außerhalb von diesen Butter-, Zitrus-, Zuckernoten nichts wirklich präsent findet. Zitrus hattest du ja auch gesagt, ne? Ja, ja, also Zitrus, Butterkeks, leichte Vanillenoten, dann ist es zu großen Wahrscheinlichkeiten auch ein Bourbon. Außer der wurde jetzt noch mal einen Monat irgendwo gefinisht. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Aber von der Sache her hat er jetzt wenig bis gar nichts mit dunklen Früchten zu tun. Der hat jetzt ja eher so eine alkoholische Schärfe, keine Bitterstoffe im Sinne von ja so einer Weinigkeit, sage ich mal. Und auch die Süße, die da kommt, die ist halt eher, hat was mit dem Gebäck zu tun. Vielleicht so ein bisschen Toffee oder so. Daher, das muss ein Ex-Bourbon sein. Ich finde, er schmeckt auch ein bisschen nach Weizen. Also ein bisschen getreidig, aber nicht so Newmack-getreidig. Also es ist schon ein angenehmes Mundgefühl. Eher so ein bisschen wie Weizen. Wenn man mal so bei einer Weizendolde einzelne Körner rausnimmt, das ist schon ein schöner Geschmack. Rein von den Noten her. Ich bleib dabei. Leicht herb. Das hat so eine Schokoladencharakter auf jeden Fall. Mhm. Ja. Abgang ist leider na, maximal mittellang, aber da auch wirklich warme Töne. Richtig angenehm, süffig. Mhm. Es ist ein Whisky, den ich länger trinken könnte. Mhm. Also tolles Mundgefühl. Jo. Ich muss sagen, der Alkohol ist auch wirklich nicht zu viel, nicht zu wenig.
Finde ich angenehm. Ja. Also man könnte da auch ein bisschen Stachelbeere. Ja. Ich hätte jetzt Weintraube gesagt, aber Stachelbeere ist auch gut. Ja, ja, Stachelbeere. Also wenn es in so eine Fruchtrichtung geht, vielleicht auch wieder der Klassiker. Habe jetzt schon ewig keine mehr gehabt, deswegen schäme ich mich fast, das zu sagen, aber Physalis, ja. Kannst dich schämen, auf jeden Fall. Ego würde sowas niemals machen, wie seine Freundin. Wir werden sehen, ja. Wie würdest du denn jetzt ein paar Tipps abgeben? Also, wo ich mich schon mal festlegen könnte, wäre Alter und Alkohol. Boah, also, ich komm mal drauf zurück. Ich muss sagen... Also Fass haben wir ja schon gelockt. Ja, Fass haben wir gelockt. Ich könnte was zur Region sagen. Mhm. Das ist eine sehr runde Sache. Alkohol ist hier irgendwie gefühlt 0815, der New Make, der da verwendet wurde, sage ich mal. Das spricht dafür, dass das ein Schotte ist. Klingt jetzt erstmal blöd, ja? Ist aber so. Muss nicht sein, könnte aber. Daher sage ich Speyside. Ich mache es mir einfach. Tut mir leid. Ich war mal fertig, ja. Soll ich was als nächstes einloggen? Ja, dann mach du. Ich sag 54%. Mhm. 54,6. Mhm. Warum? Es ist schwer zu sagen, aber dieser Abgang, dieses mittellange, das würde ich dem Whisky an sich nicht zutrauen, wenn er nicht Mühe mehr Alkohol hätte, über diesen 50%. Also das ist ein Indiz für mich dafür. Schüttelprobe hatten wir. Und er ist jetzt aber nicht so penetrant scharf, dass ich über die 55 gehe. Also für mich spielt sich das zwischen 55 und 50 ab. Ich hätte jetzt gesagt 56%. Mhm. Glatt. Warum? Weil ich den doch schon sehr heftig finde. Ja, er ist stark. Ich finde ihn sehr heftig. Der restliche Whisky ist natürlich auch vielleicht ein bisschen schüchtern dagegen. Mhm. Aber gerade der Kontrast lässt mich eher doch ein bisschen höher stapeln an der Stelle. Mhm. 56%. Ja, ich meine, ich bin auch fast bei 55, ne? Also geht. Ja, passt. Region? Boah, hatte ich ja schon. Speyside, du bist auch einer. Du kannst auch Belveny locken. Geht auch. Nee? Das ist die Space halt. Okay, und dann haben wir noch zu guter Letzt das Alter. Mhm. Du wolltest... Also ich sag, der ist 13 Jahre alt. Nee. Ich sag 16. Krass, ich wäre eher nach unten gegangen. Ja, habe ich auch überlegt, aber ich sag 16. Na gut. Gut. Also so. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das ein 8 Jahre alter Whisky ist. Ganz ehrlich. Aber dann hätte ich beim Alkohol höher gehen müssen, ne? Nein, musst du nicht. Doch. Und jetzt kommen wir zur Bewertung. Ich hoffe, du konntest dir merken, was du gesagt hast. Also, ich finde den das relativ lecker. Junge Hüpfer. Aber relativ sprittig. Scheiße. Und deswegen, um euch nicht lange auf die Folter zu spannen, von hinten nach vorne mal wieder. Ja? Lange haben wir es vermisst. Scheiße. Ich wollte gerade 53 sagen. Nein, natürlich nicht. 52 im Abgang. 53 wolltest du schon sagen. 82. Sorry. 82 natürlich. Im Geschmack nicht viel besser. 82, aber Nase gefällt mir. 85 Punkte. Ich finde, das ist ein wirklich rundes Ding mit viel Wumms und Potenzial. Insofern in der Nase gebe ich ihm 84 Punkte, das ist schon grundsolide. Im Geschmack gehe ich hoch auf eine 85, im Abgang gehe ich wieder auf eine 84, also der ist durchweg gelungen, aber haut mich auch nicht um. Wenn ich jetzt nochmal raten könnte, würde ich ihn deutlich jünger und alkoholischer einschätzen. Aber du kannst aber nicht nochmal, weil die Lösung ist hier. Ja. Ich würde sagen 7 Jahre. Ja. Hintertürchen 6. Haben wir einen
Delaney. 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 10 Jahre. Punktlandung für mich. Hast du 10? Nicht. Was hast du denn gesagt? Ich hatte 13, glaube ich. Du hast 16. Na, krass. Von Fable mit 57,7%. Ich hatte 57, nein, ja, nicht. Aber ich hatte 56. Ja. Punkt für dich. In der Nase habe ich diverse helle Früchte wie Äpfel und Stachelbeeren. Oh, guck mal. Etwas Vanille und Joghurt deuten auf ein Bourbonfass hin. Cool. Am Gaumen nehme ich einen Hast ehrlichen... Hast du das cool eingeschoben oder er? Nee, ich. Am Gaumen nehme ich einen ehrlichen Distillery-Charakter wahr. Hm. Äpfel, Stachelbeeren und Kiwis bilden die fruchtige Fraktion. Kräuter, Vanille und Wärme ergänzen die Geschmackspalette. Na, Stachelbeere, hattest du gesagt. Geil. Ja, doch. Aber und kein Alter, ne? Doch, doch hatten doch. Wir 12, 10 ne? Jahre. Ach so, 10 Jahre. Da haben wir beide nichts. Space-Side, Punkt für uns beide. Mhm. Also 2 Punkte. Dann kriegst du einen Punkt für Alkohol. Mhm. Beim Fass kriegen wir beide einen Punkt. Ja. Also du kriegst 3 und ich krieg 2. Ja, ist okay. Ja. Bourbon... Ja, also es steht nicht drauf, aber wird auch nicht alles drauf. Drin sein, ganz ehrlich. Ja. Wird also es steht halt auch nur Hogshead drauf und nichts irgendwie Hogshead und Marriage oder so. Also fertig. Nein, da brauchst du gar nicht drüber diskutieren. Aber ist schönes immer. Etikett, muss man sagen. Also, sieht gut aus. Fable sagt mir nichts. Mir auch nicht, aber weil du es gesagt hast, Luiani, ja, ne? Es sieht halt auf der Luiana, ne? Halt dich fest, davon haben wir auch ein Fass. Kommt bald. Aber nicht im Ex-Bourbon. Hm. Aber ich müsste gerade lügen. Amontillado, ich weiß es nicht genau. Sherry. Ist auch egal, weil, jetzt geht es um den hier. Ja, war nicht, also hat mir geschmeckt. Punkt. Ja, war okay. Mhm. Finde ich gut. Was kostet der? Ich wollte gerade mal gucken. Sagt die Base. Ja, da soll ich mal gucken. Die Base sagt zum Preis, günstigste gerade. Oh, gibt's nicht mehr. Durchschnittswert war mal 53 Euro. Ist ein fairer Preis. Aber ist jetzt halt auch schon ein bisschen her. Ja, krass. Also sehr hochprozentig. Ja, und du musst dir überlegen, wir haben den Alkohol deutlich, oder nicht deutlich, aber schon geringer eingeschätzt. Ne? Insofern, das war wirklich gut eingebunden. Netter ja, Topfen. Ja, ja, ja. Absolut. Sehr schön. Wir freuen uns schon auf den nächsten Türchen 7. Und in diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss.